Was ist der höchste Berg Europas? Ihr fragt, ich antworte und die Antwort lautet, das ist gar nicht so eindeutig. Es kommt nämlich darauf an, wo man die Grenze für Europa zieht. Tatsächlich gibt es nämlich keine eindeutige Grenze auf See zwischen Europa und Asien. Viele sagen, dass der Berg Elbrus, das ist ein ruhender Vulkan in Russland, mit 5.642 Metern der höchste ist. Denn die meisten halten das sogenannte Kaukasusgebirge für die Grenze zwischen Europa und Asien und damit würde der Berg noch zu Europa gehören. Ob das aber wirklich die Grenze ist, ist sehr umstritten, da der Berg so nah an Asien liegt. Diejenigen, die anderer Meinung sind, sagen, es ist der Berg Mont Blanc mit 4.808 Metern. Der liegt übrigens an der Grenze zwischen Frankreich und Italien und würde somit eindeutig zu Europa gehören. Fragst du dich immer noch?